meins. Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Server. Und heute liest uns der Lasse vor, wer denn alles mitspielt. Heute spielt mit der Lexi, der Sebastian, der Arik, der Bayern-Player, der Farmer, der Florian, der Jen, Remudi oder Michael, der Johnny, der JustBLP, der Lars, der Lasse, der Moritz, der Peter, der Philipp, der Robin, der Kevin und ich. Michael, dein Kurs. Fakt ist, ja, der hat gerade vorgelesen, hat das Aufnahme geil und Vorleser geil. Und ich mag Fleisch. Also, okay, ich mag auch Fleisch. Bei mir funktioniert mein Spiel. Lass uns doch mal zusammen grillen. Am besten Fleisch. So eine Scheiße müssen wir wirklich machen. Ja. So, jetzt ist mein GPS-Kurs repariert. Fleisch und Grillen ist was super zusammenpasst. Also Tofu schmeckt nicht. Hab ich schon mal probiert. Tofu finde ich doof. Das will ich noch nicht mal anrühren. Ich esse heute Abend Döner. So, Google. Na, aber Döner ist ja kein Fleisch vom Grill, von daher. Das ist ja Fleisch vom Dönerspieß. Ich hab letztens so ein 700 Gramm T-Bone Steak gegessen. 700 Kilo wäre noch geiler. Ja, 700 Gramm. Der Michael, warte mal, ich brauche einen GPS-Bot. Dattel. Kennst du Dattel? Ich kann nicht warten, ich muss ja den GPS-Bot von links zu links haben. Oh, Vitti, du bist wieder am Steuer. Wieso? Lüdinghaus, Dattel. Wieso? Problem damit? Dorsten, Wahl. Ja. Bermann, das ist mein Träger. Gladbeck. Nee, das ist nicht dein Ohr. Der gehört doch Community. Was suchst du letztens? Ja, Lexi? Aber ich fahre den immer. Irgendein Ort, bis du irgendwie so komisch reagierst. Dann weiß ich mal, wo du wohnst. Waldrop, Datteln, Dünen. Ja, bist du ganz schön weit weg. Aber. Ja. Egal. Oh, ich bin voll. Richtung Großstadt? Was heißt für dich Großstadt? Also etwas größerem Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Essen, Dortmund. Okay, Herne ist eine ganze Ecke weg von hier. Ach, andere Richtung. Andere Richtung. Das Feld, wo Luderhau, Lüdinghausen. Also. Nee. Also ihr trefft Dömen, Großfeld. Dömen ist in der Nähe von Münster. Hey, Sebastian, ne? Könnt ihr auch nicht mehr. Aber da wohne ich nicht. Okay, doch fahren? Andere Richtung. Was, Michael? Ist auch egal, Lexi. Ich höre gar nicht, tut mir leid. Sebastian, Rohr etwas weiter runter, danke. Dinslacken, was? Was soll ich machen? Ich glaube, meine letzte weiter runter. Ab. Duisburg, das wäre das GPS gleich nochmal neu einstellen. In der Nähe vom Rhein? Ja, mach ich am Ende der Bahn. Sind so 30 Kilometer um den Dreh. Und kann ich irgendwas abfahren oder sowas? Ja, man muss mal durchtappen, was gerade da ist. Was zu tun? Genau, ich meine, auf welchem Feld kann ich das abfahren? 13. Weiß nicht, ich hab mich in der Schrank gefahren. Das ist schlau. Ja. Das war jetzt erstmal. Also, du kannst ja auch einen Ladewagen schnappen und auf Wiese 14 zusammen mit mir Gras abfahren. Rede, boah, der 1050 fährt sich so scheiße. Eselburg. Wir haben noch einen Ladewagen am Kuh hochstehen. Ja, ich kann mich halt. Ich weiß, geh mal wegfahren. Auf Wiese 14? Ja, warte. Ja, genau. Unten bei der bei Südzucker. Oh nein! Beim Händler. Ja. Ich hab gesagt, geh weg. Du wirst jetzt lachen und mir ist sicher, dass ich nicht glauben, aber es gibt einen Ort, der heißt Drogen. Wie? Es gibt auch einen Ort, der heißt Deppenhausen. Gibt es generell lustige Ortsnamen? Ja, Georg, und Dattel. In den Ort Sebastian wohnt Herr Hahn. Ah. Kommt mich wieder befreien aus der Schranke. Boden, was für eine Wiese ist, wo wir mit Ladebank gemeinsam wollen? 14, Unna. Da fahre ich gerade ab. Okay. Ach, ich hab mich gerade vorher eingedreht. Ah, Hamm. Alle. Eva, auf so stimmt jetzt der GPS-Kurs. Warte. Oh. Komm rein, 30 Kilometer, GPS Alter, ich bin dann da. Route von hier nach... Ja, warte mal. Wohin willst du denn? So. Ja, wir wissen, guck wie weit mal, ob das so passt, der GPS-Kurs. Aus welcher Gegend kommst du denn? Ah ja. Nordrhein-Westfalen. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen, wo denn ungefähr?
Münsterland. Michael, hast der GPS-Kurs? Also, warte, ich muss kurz eben gucken. Aber ist nicht so weit weg. Aber weg da. Auf jeden Fall 100 Kilometer wirst du, glaube ich, nicht überschreiten, denke ich. Hm, darf ich auch mitgrillen? Sebastian? Sieht gut aus, fahr los. Ich bring sogar Thüringer Würste mit. Ich bring Simon. Wenn Thüringer Klöße, ne? Und dann die ganze Zeit das Lied hören. Thüringer Klöße müssen sein. Und ich bin auf Toilette. Hey, yo, das hier ist geil. Bei Feld 13 muss da noch jemand zu irgendwie helfen, oder? Bei mir in der Nähe, da ist so ein Steakhouse. Soll ich dir sagen, was da für ein Rekord ist? Warte mal, wo ist denn Samba? 3200. Halb Gramm. Geil. Mal, wo ist so ein scheiß linealer Geodreieck? Ich brauch das eben. Ich hab einen GPS-Kurs kaputt gemacht. Rüber da! Rüber! Hey, Unterlasse hilft mir, super. Ja, jetzt passt's. Wo ist denn denn? Wo ist mein Fehler? Jetzt passt bei mir nicht, was soll das? Was sind 20 Kilometer? Oh, scheiß auf GPS. Das muss ich auch mal bringen. Zette verkehrt rum. Wohnst du unterhalb oder überhalb von Dortmund? Nördlich. Vielleicht mal ohne GPS kämpfen. Deutlich nördlich. Aber irgendwie. Ich glaube, da kannst du tagelang raten. Hier sind doch bestimmt mehrere hundert Orte, die du da nennen kannst. Horstmala. Was? Havixbeck. Horstmal. Nie gehört. Havixbeck. Kenn ich nicht. Was? Großfeld. Ist das die Richtung? Oh, was? Kann man schon mal ein Dreschenboden nehmen? Ich muss schon ja auf K. Borg, ich kann übernehmen, ach, das wenn ist du willst. Ich am Rhein, scheiße. Ich ja auch, ich hab Atom. Gut, hab Zeit, wenn du willst. Weiterfahren? Ja. Das sind also, ich fahr gerade Ladewagen. Okay. So. Warte, ich wechsle in den Drescher, steig aus. Zucker, Kuh auf Samarama. Ja, aber ich nehme gleich mal einen anderen Schlepper als den 1050, der nervt. Scheiße, wir haben erstmal 30 Kilometer. Beim Pell fährt gerade falsch. Borken, Fehlen, Ricken. Huhn? Alter Mann, du kannst es Leute von Alter. Könnt ihr bitte etwas weniger durcheinander reden? Ja, das nervt. Bei mir ist das Feld aber auch nicht noch reif. Michael. Ich muss mein GPS jetzt mal einstellen. Alter, wie weit kann ich scrollen? Lasse. Ich will den Case machen. Lasse, verschwinde da. Nö, ich glaube, ich nehme den JCB, der da vorne gerade stand. Ja, kannst haben. Ach, Peter, den, okay. Ja. Der fährt auch nicht, fährt sich auch nicht so gut, der OCD. Guten hast du schon vom Bausenrad das neue DLC gesehen? Was? Leckes Bausenrad. Also, für den Bausenrad. Ach, der Turmdreckfahren. Ja, der neue. Und so. Bin ich jetzt nicht so stark. Oh, für 3 Euro. Interessiert mich nicht. wer sieht das Feld reif? Ich nicht. Warte mal, ich muss erstmal nur ein Word öffnen und sagen, welche Städte ist unbedingt. Steht bei den Grünen noch ein Ladewagen? Ich fahre sonst auch Ladewagen. Also die Ecke kennst du nicht, dann markiere ich das mal hier. Lasse! Lass sie jetzt mal ab! Wieso? Heide! Ich hab... Lasse! Ich hab mich ja jetzt abgefahren, ihr habt vorgedrängelt. Gott, oh ja, ey, ich drängel dich rein. Da kann ich doch nichts für. Für den haben. Ja, und dann noch rummeckern. Die Fans ist Naturgedöns. Oh. Ja. Hallo. Ja. Gurken würde den haben. Kannst mich mal reinlassen? Ah, okay. Sorry. Linke Seite oder das rechte Seite vom Rhein? Klar, so. Ach, warte mal, ist das eine nicht schon in Niederlande? Wo bist du jetzt gerade? Was ist das hier? In den. Ne, das ist Niederlande. Wo bist du denn da ungefähr? Wesel. Nee. Wie blendet man die Namen ins Spiel Scherbeck, aus? Du hast... hat ausschalten. Nördlich. Wie schaut denn mal besser aus? Über die Konsole. Dortmund, ja, die Konsole hat sich schon aktiviert, Wald. Aber... Auf O! Ja gut, da machst du GS Toggle Flight and No HUD Mod. Und dann... Und dann... Und dann... Also eine Autobahn ist nicht in der Nähe, oder? Was? Eine Autobahn in der Nähe. Es ist alle 10 Kilometer, egal in welche Richtung du gehst, eine Autobahn so ungefähr. Alle 10 Kilometer. Hey, Bayern, bleib, wie würdest du sein, so mitten im Feld? Aber Lexi, ich glaube, es macht keinen Sinn. Selbst wenn du mal irgendwann den Ort erraten würdest, würde ich es dir wahrscheinlich nicht sagen.
Ja, stimmt sogar. Ich hab mich bestimmt schon erraten und, oder? Nee. Sicher? Ich glaube nicht. Das hörte sich so komisch an, die Antwort. Guten hat wahrscheinlich gar nicht zugehört. Nee. Na, ich habe glaube ich wirklich nicht alle Orte zugehört, wenn gerade die so im Getümmel untergegangen sind. Kanal. Ach, doch, Moritz, nicht die Brücke blockieren. Weißt du, wo ist in Deutschland? Ja, ich hänge hier fest, ich komme nicht von der Stelle. Vielleicht gibt's ja. Du musst auch einfach mal so lenken, dass du da rauskommst. Gut, ne, ich hätte einen guten Mod beim Kombi-Server. Ja, ja. Guten Mod. Ja. Ja. Chef in den Neukarten. Irgendwie leckt der Server. Warte, jetzt hab ich ihn. Das geht eigentlich. Ja, dann können wir schon mal weiter. Ja, Mainburg, wie auch immer, ist wahrscheinlich die beste Alternative im Moment. Ja. Oder mit. Ich hab heute auf Motto so eine geile Karte gesehen. Ich hatte 6 riesige Felder und einen riesigen Hof. Meins. Klingt nicht so interessant. Na, ist gut für die kleinen Kinder, die nicht wissen, wo man langfahren soll. Ja, aber es ist ja auch eine langweilige Karte, nur mit 6 Feldern, ey. Ja. Die ist aber sind größer geil. Als. Ja, egal ob die größer sind. Die kann nicht größer sein als die Löshügelland, weil die Löshügelland schon voll vierfach ist. Gibt's keine 8-fach für 15? Ja. Was tust du gerade? 8-fach gäbe es nicht, es gibt noch 16-fach, aber ich kenne keine 16-fach Map. Ist auch ein bisschen sehr übertrieben groß, weil es einfach nochmal 4-mal die Größe ist, ne? Hat aber was. Bestimmt einmal über die Map schon Tank leer. Bin voll bei einem Player. Michael? Das ist ja, wir gehen einfach auf die Map. Ja, die Map machen wir bestimmt irgendwann nochmal. Aber jetzt nicht direkt als nächstes, sondern vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr mal. Ach komm, Jolo. Da steht ein Zug am Feldrand von Feld 14. Ein Zug? Ja, wisst ihr nicht, was ein Zug ist? Natürlich ein Hänger zu. Ja! Die MIG ist auch keine schlechte Map und die ist auch cooler, aber wir haben die halt schon so oft gespielt. Oder wir nehmen die, Die Mainbook. Ja gut, aber wir hatten die noch nie auf dem Server, von daher wird die Gemeinheit hier auf dem Server eher weniger kennen. Ach, ich komm mal zu mir. Jo, wer war das? Gut, bei mir leckt der Server irgendwie voll. Ja, bei mir auch. Lass, bei mir nicht. Dir? Ich kann auch an eure Internetverbindung liegen. Der liegt bei mir, leckt manchmal so. Ja, ganz gut. Rein, aber. Ich fahr 60 km/h und der teilt mit 220 km/h an. Oh. Also ich hab ne 6000er Leistung. Was hast du denn unten für ein Ping? Flüssig. Ich? Ja. Oh, ich hatte gerade einen 20.000er Ping. Ja, okay. Dann liegt es an deiner Leitung, weil ich habe einen 20er Ping. Ich habe einen 30er Ping. Ich habe so bis zwischen 30 und 60 immer den Ping. Ah, 20.000, das geht doch noch. Ja. Das geht vollkommen Problem, klar. Ja. Lars sagt Bescheid, wenn du das? Nein, jetzt habe ich einen 40er Ping. Jetzt habe ich 40er Ping, noch halbwegs flüssig. Gunn, wie viel FPS hast du gerade? 55, glaube ich. Ich habe 30 FPS. Ich habe 5. Gunn, was hast du überhaupt für eine Internet? Oh, 3 FPS wäre viel zu wenig. Ich habe eine 16.000er Leitung. Lore. Ich habe eine mega Bambus-Leitung. Hm? Oh, Schmarrn. Ich auch. Lasse, bleib mal einmal stehen. Was? Lasse, HD, soll mal bitte stehen bleiben. Wieso? Ja, du klebst Michael am Schneidwerk, die Sonne, als ob er Zuhörer hat. Überhaupt nicht. Hier, schon hast du Sicherheitsabstand gehört. Nö, genau. Zu kompliziert. Da habt ihr irgendwie keinen anderen Drescher zum Abfall, oder wieso hängen gerade 3 Leute bei mir? Ach so. Fahr mal den Drecker da. Hin. Ja gut, der lässt sich nicht wegfahren. Der hat die irgendwie haben reingesetzt. Ich weiß aber, wie gut mit Nachnamen heißt jetzt. Mhm. Glaube ich, keine Ahnung. Ach, meinst du wegen der rausgepiepsten Folge? Die herausgepiepsten Folge. Oh. Das kann jeder nachgucken, wenn ich ehrlich bin. Das kann einfach jeder nachgucken. Ja. Bin ich gerade vom Server geflogen? Ja. Ja. Okay, dann ist meine Scheinzeit schon abgeschmiert. Aber kann ich vielleicht irgendwas mähen oder so? Ich muss gehen.
Will irgendjemand für mich weiterdreschen? Ja, ich dresch. Was hab ich denn jetzt kopiert? Guten, ich weiß, wie du mit Vornamen heißt. Boah, krass. Wie heiße ich denn? David. Guten. Boah, krass. Ich weiß sogar den Nachnamen. Heißt du nicht Guten? Ich dachte Guten. Glaube ich, dass das der richtige Nachname ist. Und weißt du, was ich glaube? Dass die Folge Ende ist. Dass die Folge für heute zu Ende ist, genau. Und wir sehen uns dementsprechend beim nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. Ich hab jetzt einfach mal privat.